Moin, moin meine aktiven Freunde. Heute mal wieder was von Amazon. Gucken wir doch einfach mal rein. Konami. Konami. Ist es etwa schon? Metal Gear. Schaut ganz so aus. Tatsache. Metal Gear Solid. Phantom Pain. Collectors Edition natürlich. Da war es ja mit der Peggy, hatten die ja das Problem, dass da eventuell dieses Diamond Dogs fehlte. Hat Games Only berichtet. Deswegen konnte es sein, dass die Peggy vielleicht eine Woche später erst nachgeliefert wird. Wer die Collectors bestellt hat von als Peggy-Version. Aber ja, ich habe diesmal die USK-Version, muss ich sagen. Ja, normal bin ich ja eher der Peggy-Mensch. Aber ja, was soll man sagen? Gutschein ist Gutschein. Und ja, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen oder berichten. Ja, selber berichten über das Spiel kann ich schon. Hab's ja angezockt auf der Gamescom im August. Ja, wir haben jetzt noch August. Kann ich nicht sagen, letzten Monat. Noch sind wir im August. Heute haben wir den 31. Huch, da verschiebt sich schon der Diamanthund. Ja, ich muss halt sagen, ist ein Metal Gear. Man darf nicht viel erwarten. Ist ein Metal Gear. Ist zwar cool, aber ich weiß nicht. Ist ein Metal Gear jetzt. Fans von Metal Gear sagen natürlich Metal Gear, hallo, geht's noch? Und Nicht-Fans würden jetzt sagen, ist ein bisschen komisch. Und so, ja. Ist halt Metal Gear, man darf nicht viel erwarten. Solid Snake, ne? Wer natürlich den vorherigen Teil Ground Zero gespielt hat, wird sich nicht viel ändern, sage ich euch. Also, dass ich jetzt das Handy ablege, damit ich die Box öffnen kann. Ganz vorsichtig. Da ist, glaube ich, Patafix oder irgendwas. Ja, das sieht aus nach Patafix. Patafix. Guck mal, Patafix ist so gut, da lässt sich nicht ran zu. Ja, jetzt gucken wir mal. Genau. So sieht das Ganze von hinten aus. Alles aus Rache. Ist es Snake. Ja, das ist alles drin. Sollte drin sein. Das kriege ich als zusätzlichen Inhalt. Natürlich ein Spieler und so. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Habe ich irgendwas von Metal Gear mitgenommen? Von der Gamescom? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube, ich hatte irgendwas. Irgendwas hatte ich von Metal Gear. Aber ich weiß nicht mehr was. Ja, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie geht das Ding auf? Einfach schieben, glaube ich. Tada! Offen ist es. Ja. Und so sieht natürlich die Leerbox aus. Mehr war da nicht drin. Ja, war natürlich wieder nur ein Spaß. Da ist das Ding. Die andere Hälfte vom Karton. Schaut euch das an. Steelbook. Das eigentliche Ding. Vielleicht ist es wieder so eine versteckte Falltür. Ich habe bei manchen Spielen, das sind die Dinger echt so gut versteckt. Deswegen schaue ich da doppelt und dreifach nach, aber so wie es ausschaut, ist da nichts. Und jetzt kommt das eigentliche Ding. Bleiben Trommelwirbel bitte. Okay, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen erstaunt, weil auf der Dings
sah es viel größer aus. Lol. Diamond. Ja, ich würde sagen, die Hand, sie grüßt. Hallo, kann ich mal machen. Hallo YouTube. Und ja, es war ja noch nicht ganz die Hand. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen so, oh. Das ist so dieser Oh-Moment. Ich habe echt gedacht, die ist größer. Aber jetzt sieht man mal, wie man sich täuschen kann, wa? Ja, das eigentliche Ding ist ja hier noch eingepackt. Ich weiß. Da werden auch Codes drin sein, schätze ich mal. Deswegen gibt es jetzt noch nichts zum Gucken. Genau hier ist nämlich der Code drauf. Und hier gibt es noch ein offizielles Buch, jetzt erhältlich. Ja. Die Burberin Show iPad, das ist. Da stand der andere Code. Da ist die Steuerung, das lag auch bei der Games. Okay, das lag nicht draußen, aber es wurde dir erklärt, die Steuerung, wenn du es nicht wusstest. Fand ich auch echt nett. Ich habe mich mit meinem Spielehelfer, was mir da geholfen hat, war ich echt cool überrascht. Und ja, war echt nett und alles. Und hier das Spiel. Alles in einem. Es ist, wie schon gesagt, Metal Gear. Ich erwarte nicht viel. Klingt zwar hart, ist aber so. Beweglichen Fingern, alles drum und dran. Also Leute, dieses Mal war es wieder ein bisschen länger, war. Ich freue mich fürs Einschalten, Kommentieren, alles ist okay, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing. Bis dann.